ein verschmorter Leiterzug, eine geschmolzene Gerätesicherung, ein zerschossener Brückengleichrichter, und zwei zusammengeschmolzene Leitungen. Das kommt dabei heraus, wenn man mal nicht aufpasst. Herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt. Heute mal keine Theorie, sondern Praxis. Und bevor ich erzähle, was passiert ist, worum geht's eigentlich? Mein altes Röhrenradio sollte eine weitere legale Möglichkeit bekommen, Funksignale zu empfangen, bevor dann auch noch die letzten UKW-Sender abgeschaltet werden. So ein Bluetooth-Modul, das baut man sich natürlich heute nicht mehr selber, wenn man zwei Stück für 5 Euro bekommt. Also nur noch auspacken, testen. Und am Anfang sah es wirklich so aus, als würde es ein sehr kurzes Video werden. Aber der Reihe nach. Die Module nennen sich VAM-314. Es ist offensichtlich, wo die Betriebsspannung angeschlossen wird, die zwischen 3,7 und 5 Volt liegen soll. Alternativ kann die auch über den USB-C-Anschluss zugeführt werden. Das Audiosignal kann man über die Klinkenbuchse abnehmen oder direkt auf der Platine. Es gibt zwar keine Beschreibung, aber diese Abbildung bei Amazon sagt alles. Versuchen wir mal, eine Verbindung herzustellen. Offenbar wird das Modul problemlos erkannt. Die Stromversorgung soll nachher aus dem Radio kommen. Dazu wäre interessant, wie hoch die Stromaufnahme ist. Am Anfang sind es kurz 20 mA und es pendelt sich dann auf knapp 12 mA ein. Auf eine Universalleiterplatte soll die Stromversorgung kommen. Dem Heiztrafo machen 12 mA zusätzlich nichts aus und eigentlich sollte eine einfache Z-Ionen-Stabilisierung ausreichen. So sieht jetzt das fertige Modul aus. Vor dem Einbau teste ich das Ganze noch an der Heizspannung aus meinem Netzteil für Röhrenschaltung. Auch hier wieder kein Problem. Das Audiosignal kommt an den Tonabnehmeranschluss im Radio. Welche Wicklung am Trafo ist die Heizwicklung? Die obere. Also bereit für den Einbau. Und dann beim ersten Test das hier.
Es roch dann doch sehr streng nach Strom. Was war passiert? Das Modul hatte doch gerade noch einwandfrei funktioniert. Ein Blick in den Schaltplan des Radios hätte das verhindern können. Die Heizspannung liegt einseitig auf Masse. Und damit ist der Trafo über den Gleichrichter kurzgeschlossen. Ich hatte es ja nur gut gemeint mit dem Brückengleichrichter. Aber eine Einweggleichrichtung ist hier eindeutig der bessere Weg. Und ich muss jetzt natürlich darauf achten, wo die Masseverbindung ist, damit nicht wieder Rauchwölkchen aufsteigen. Nach der Reparatur jetzt ein neuer Versuch. Also Blinkzeichen gefallen mir schon besser als Rauchzeichen. Und jetzt der abschließende Praxistest. Vor einigen Tagen hatte bereits seine Co-Vorsitzende Amira Mohammed Ali ihren Rücktritt. So, dann wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. So, und jetzt werde ich mal ein bisschen weiter weggehen, mal sehen, wie weit wir kommen. So, bin jetzt am Ende des Zimmers. Und jetzt am anderen Ende der Wohnung. Das sind jetzt also etwa 10 Meter Entfernung und der Empfang ist weiterhin exzellent. Als nächstes werde ich noch in die mehr oder weniger abgeschirmte Badzelle gehen. Aber auch hier kein Problem. Also innerhalb der Wohnung völlig problemlos Empfang. Ja, am Ende hat es ja dann doch noch geklappt. Das war ein kleines Bastelprojekt mit einer unerwarteten Lektion. So schnell kann was schiefgehen, wenn man nicht alles genau durchdenkt. Das war wieder was, was man unter Erfahrung abhaken kann. Das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal.